Herzlich willkommen, liebe Leute, ich bin's, euer Tom, und wir befinden uns auf der Map DE-Cache. Und unser Suspect hat 8 zu 1 Stats, macht ein gutes, und das Terror-Team führt auch 8 zu 0. Jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, ob er auf Gegner geschossen hat oder nicht. Aber ich denke, wir werden dann noch die eine oder andere Gelegenheit bekommen. Er hat eine AWP Redline, die ist aber nicht so teuer, sag mal. Ja. Und er war nach dem Schuss. Er war nach dem Schuss auf dem in der Smoke drauf. So viel dazu. Also ich bin jetzt schon der Meinung, der hat sowas von an. Und auch da, wie die Deagle hinterherzieht. Das sieht alles nicht sehr gesund aus. Aber wir gucken uns mal weiter an, was er noch so treibt. Er hat 9 zu 2 mittlerweile. Ja, er weiß. Ja, jetzt tut er natürlich auch wieder so, als ob da noch mehr, also, ne? Als ob es ein Zufall gewesen wäre. Ja. Tja, also sieht alles sehr nach Aimbot und Warlock aus. Das sehen die Gegner wohl ganz genauso, weil sonst hätten sie ihn ja auch nicht report. Ja, da konnte man ihn auch noch nicht sehen. Oder? Vielleicht ein bisschen. Ich sehe da erstmal in Ruhe nach. Einer kommt von hinten, das müsste er jetzt auch gesehen haben. Ja, und er schießt ihn einfach mal durch die Smoke ab. Also, wir können das mit dem Warlock schon fast, ja, wie sagt man, fast festhalten. Und ich glaube auch noch, irgendwas zu sehen haben. Jetzt tut er natürlich irgendwie so, als ob er auch mal durch die Wand schießt und nichts trifft. Aber wir wissen ja alle, das machen die Leute halt einfach nur, um nicht aufzufallen. Ja? Jetzt haben sie ihre erste Runde geholt. Ne, gar nicht wahr. Es steht 11 zu 1. Und die Flash ging total daneben, hat das ganze Team geflasht. Ja. So viel dazu. Also, Warlock, 100%, ja, das waren einfach viel zu viele Leute, die er durch den Smoke, durch die Smoke geholt hat. Und ich vermute auch, dass er einen Aimbot auch benutzt. Nur den immer nachzuweisen oder dass den viele Leute sehen, ist auch, ja, ist durchaus komplizierter, weil so auffällig war das bisher noch nicht. Aber ich denke, und da bin ich sehr optimistisch, dass wir ihn mit dem Warlock dran kriegen. Ja, ist klar. Man sieht ja keinen, ey. Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, er versucht es wirklich auch ein bisschen zu verheimlichen, dass er mit Warlock spielt. Aber unserem geschulten Auge entgeht natürlich nichts. Und rechts hat man gesehen. Ja, aber das sieht schon sehr, sehr auch nach Aimbot aus. Ne? Auch wenn der Aimbot nicht so oft getroffen hat, wie er hätte sollen. So, jetzt dreht er um, geht auf B. Gut, er hat ihn aber auch gehört. Und er ist... okay. Activating the
Ja, also, was soll ich sagen? Ja, er war dann nach dem Schuss auch wieder komplett auf dem Gegner drauf. Und ja, den hat er auch im Fallen ganz gut gemacht. Ja, also ich bin der Meinung, dass er auch noch mit Aimbot spielt. Aber dies wird wahrscheinlich nicht reichen, um ihn zu verurteilen. Von daher werde ich nur auf Warlock gehen. Ja. Nice. Ja, er hat da schon die mega Ahnung, ja. Also das kann man ihm nicht absprechen. Gut, die Bombe runtergeworfen. Jetzt guckt er sich nochmal nach rechts um. Oder hat sich nach rechts umgeguckt, um sich zu vergewissern, ob da was ist. Ja, jetzt kann er einfach auf dem B-Spot laufen. Und ganz gemütlich die Bombe legen. Er wird auch schon von seinen Mitspielern mit Flashes beschmissen. Nicht die erste. Ich glaube, die riechen nämlich auf den Braten. Ja, und das war's schon, ja. Also, für mich steht fest, hundertprozentig Wallhack. Das geht halt einfach, ja, nee, das waren halt einfach viel zu viele Szenen, die viel zu viel, ja, die waren halt einfach viel zu auffällig, die Szenen, ja. Ja, und mit dem Aimbot, ich bin auch der Meinung, er hat einen Aimbot am Start, aber lassen wir das jetzt mal weg, weil das sehen die meisten nicht. Den Warlock werden sie in diesem Overwatch-File sehen. Ich denke auch, dass dieser Spieler verurteilt wird, ja. Also, das waren ja wirklich eindeutige Warlock-Szenen und viele hintereinander auch, ja. Ich bedanke mich für euer Interesse. Genießt jetzt vor allem noch den schönen Tag. Heute ist ja Montag. Die Sonne scheint zumindest hier bei uns. Morgen soll es schon wieder ein bisschen schlechter werden. Von daher geht nochmal in die frische Luft und ja, viel Spaß morgen beim weiteren Overwatch-Spiel. Ich bin's, euer Tom. Bis bald. Ciao.